Eine Stadt in Panik. Im indischen Jalandhar streift ein wilder Leopard viele Stunden umher und verletzt mehrere Menschen, bevor er wieder eingefangen werden kann. Bei den Verletzten handelt es sich um Schaulustige, die der Raubkatze zu nahe gekommen waren. Der Leopard soll von den umliegenden Hügeln gekommen und durch Wälder und Felder nach Jalandhar gelangt sein. Nach Stunden gelingt es der Polizei, das gefährliche Tier einzufangen. Dafür müssen mehrere Straßen gesperrt werden. Anschließend wird die Wildkatze in einen Käfig gesperrt und in einen Zoo gebracht.